Hallo zusammen. Nicht wundern, es ist heute ganz schön rucklig hier. Das liegt einfach daran, dass ich mit einem ESP32 Cam, die auch fälschlicherweise noch als Telefon erkannt wird, über eine KI das ein oder andere Objekt halt erkennen lasse und in dem Video dargestellt. Wie das Ganze jetzt mit der Arduino IDE so gebracht worden ist, dass ich letztendlich einen kleinen Webserver auf diesen ESP32 gebracht habe, der hier oben in einem Browser zwar kein Stream anzeigt, aber hier über einen kleinen Python-Skript dieses Videobild sozusagen ausgibt, damit man sehen kann, ob das eine oder andere Objekt halt erkannt wird. Das möchte ich zeigen, wie ich das Step by Step gemacht habe. Und wer da Interesse dran hat, dem wünsche ich viel Spaß. Ich habe schon letztes Jahr davon gehört, dass es jetzt inzwischen für die Smartphones wie Android und Apple die eine oder andere App gibt, um halt Objekt zu erkennen, und habe mir das natürlich auch mal installiert und angeschaut und war davon ganz angetan, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man letztendlich dann das ein oder andere tatsächlich mit einer KI schon auswerten kann. Was liegt also näher, einfach mal ChatGPT fragen, ob ich mit meinem ESP32 Cam den Stream, den er erzeugt, mit YOLO Objekte erkennen kann. Und wollen wir mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, wie ich da vorzugehen habe. Ja, es ist möglich, das ist schon mal gut. Also YOLO war mir schon bekannt. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten hier über GitHub. Da gibt es wahrscheinlich schon so ein Objekt, das ich mir jetzt ein bisschen näher angucken kann und mal schauen, ob das quasi ich hier auf meinem Rechner überhaupt ausführen kann. So, wenn man sich das jetzt näher betrachtet, dann ist es tatsächlich hier diese Library, die ich der Arduino IDE hinzufügen muss, und dann einen Sketch erstellen, wo dann diese Library sozusagen included wird, die dann einfach einen Webserver erstellt, um halt dann in zwei, drei verschiedenen Auflösungen ein Stream abgreifbar zu machen. Und das Ganze wird dann einmal auf meinem Desktop installierten Python dann abgegriffen und dann mit YOLO sozusagen ausgewertet. Dann wollen wir das mal machen. Habe mir nun die Library hier unter Bibliotheken eingebunden und dann einmal die dazugehörige Inu-Datei einmal geöffnet und muss jetzt nur noch hier oben von meinem Access Point den Namen eintragen und das Passwort, und dann werden wir es einfach mal dem ESP32 Cam hochladen. Wie jetzt die Firmware auf diesen ESP32 Cam gebracht wird, hatte ich ja schon mal in einem anderen Videobeitrag gezeigt, das ich hier empfehlen werde. Da kann man sehen, wie das über einen FTDI-Anschluss ging. Diesmal habe ich eine Erweiterungsplatine, die ich jetzt mal zeigen möchte, wie easy das ist, das einfach mal zusammenzubringen. Man macht also nichts anderes, als diese Erweiterungsplatine mit dem ESP32 Cam sozusagen zu verbinden. Und in dem Augenblick habe ich jetzt nicht nur eine USB-Schnittstelle, sondern auch gleichzeitig eine Stromversorgung, die ich jetzt auch dran lassen kann. Und das wollen wir jetzt mal hochladen. So, beim Hochladen brauchte ich jetzt noch nicht mal irgendein Reset-Button klicken, konnte auch auf das Kabel beim FTDI, war ja so eine Art Kurzschlussbrücke, die man setzen musste, konnte ich verzichten. Es war wirklich einfach nur anschließen und hochladen. Und jetzt hat er neu gestartet und jetzt sagt der Kamera okay, und er gibt mir jetzt hier auch eine IP-Adresse, die ich jetzt nutzen kann, um einmal zu testen, ob ich jetzt einen Webserver habe.
Nochmal zur Erinnerung, der serielle Monitor braucht ja hier oben bei Serial Begin diese Baurateneinstellung und dass er die hier oben auch einstellt, damit ihr das hier auch lesen könnt. Ja, die Ernüchterung ist jetzt, dass ich jetzt hier einfach hier hingehe und einfach mal diese IP-Adresse hier genommen habe und wenn ich jetzt einfach einen Browser aufmache und mir jetzt mal den Stream der Kamera angucken möchte, sehe ich nichts. Aber das war auch schon angekündigt, das werde ich wohl über dieses Python-Skript auslesen können. Da lasse ich mich mal überraschen. Wer bei sich noch kein Python installiert hat, sollte bei python.org vorbeischauen und die passende Download-Version herunterladen. Es gibt das für Linux, für Mac und für Windows. Und da ich hier eine ganz normalen Desktop-Maschine habe, lade ich jetzt hier die 3.11.4 für Windows herunter. Die Installation ist recht einfach. Man muss lediglich hier bei Install Now einmal die Pfad prüfen, dann einmal hier Use Admin Privilegien und den App-Pfad auswählen, damit man letztendlich nach dem Starten das immer zur Verfügung hat und dann einfach die Installation starten. Um nach der Installation zu testen, ob die Installation funktioniert hat, öffnet einfach die Eingabeforderung und gibt dort einfach PY ein. Und wenn alles geklappt hat, dann sieht man, dass die Version 3.11.4 dann dort auf jeden Fall installiert ist. Und wir können hier mal Befehl probieren. Und man siehe da, Python funktioniert. Um da wieder rauszukommen, muss man die Steuerung Z und die Enter gleichzeitig drücken. Das muss man auch können. Genau. Schafft das. Als nächstes braucht man jetzt dieses Python-Skript, von dem vorhin gesprochen worden ist. Ich habe das bei mir auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Bevor jetzt das Ganze verwendet wird, muss man hier nur eine einzige Sache nämlich anpassen, denn bei jedem wird die IP-Adresse, die ESP32-CAM im eigenen LAN oder WLAN bekommen hat, anders aussehen und das muss natürlich hier angepasst werden. Zudem gibt es drei verschiedene Auflösungen, einmal Low, Mid und High. Das heißt, mit anderen Worten, das sind drei verschiedene Größen an Fenstern, die also dann je nachdem, wie stark der Rechner ist, dann minimiert werden können. Bei mir ist der ausreichend stark genug, dass das Ganze jetzt auf höchste Auflösung gemacht werden kann. Das ist 600 mal 800 Megapixel. Und jetzt wird das Ganze einfach markiert. Und dann geht das Ganze hier auf die Seite, wo man letztendlich dann eine neue Textdatei erzeugen möchte. Ich habe das einfach bei mir auf C, ein Ordner Objektorientierung oder Erkennung genannt. Und dort erzeuge ich jetzt einfach ein neues Dokument, und zwar ein Textdokument. Egal wie man das jetzt nennt, ist erstmal egal, so wegen. Wichtig ist, dass man die Endung mit PY bezeichnet, damit man merkt, aha, das ist ein Python-Dokument. Wird natürlich erstmal gemoppert, so wegen, und dann sagen wir mal, jo, das akzeptieren wir soweit. Und dann können wir in diese Python-Datei jetzt mit einem ganz normalen Editor unsere gerade eben erzeugte Datei jetzt hineinkopieren. Und wieder speichern. So, im vorletzten Schritt gehen wir noch einmal in die Eingabeforderung und wechseln in das Verzeichnis, wo wir gerade eben diese Main-Datei erzeugt haben, in Objekterkennung. Und dort kann man also wunderbar sehen, dass also diese Datei da drin liegt. Aber bevor wir jetzt diese starten können, müssen wir noch einige Libraries installieren.
Auf meiner Webseite habe ich diese fünf Libraries mal aufgelistet und man installiert sie immer mit pipe install und den jeweiligen Namen dahinter, und zwar fünf an der Zahl. Weil das jetzt recht lange dauert, habe ich jetzt ab dem Punkt ein bisschen die Geschwindigkeit des Videos erhöht. Der Vollständigkeit halber kommt jetzt eine Library, die bei mir gar nicht installiert werden musste, aber ich tue sie trotzdem mal mit angeben, vielleicht fehlt die dem einen oder anderen. So, das hat jetzt etwa 10 Minuten gedauert, deswegen habe ich das jetzt auf 30 Sekunden verkürzt. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal gucken, ob das jetzt klappt. Deswegen starten wir jetzt mal diese main.py, also die Python-Datei. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er macht. Also im Prinzip muss jetzt im Hintergrund der ESP32-CAM laufen, damit er quasi jetzt über diese IP-Adresse den Stream abfangen kann. Und wie wir sehen, klappt das, was das Videosignal anbetrifft, klappt das soweit. Aber ich sehe noch keine KI. Jetzt sehe ich aber unten, dass er noch etwas nachlädt, und zwar von YOLO wird noch was nachgeladen. Deswegen denke ich mal, ist das zweite Fenster noch nicht aktiv. Ich denke mal, jetzt zieht er nach. Habe ich schon den ersten Rahmen gesehen. Wollen wir mal gucken, auf ein Objekt zu gehen und wollen wir mal schauen. Ach, wunderbar, jetzt erkennt er was. Und das ist das, was ich eigentlich vorhatte, dass mein Livestream, der von dem ESP32-CAM kommt, einmal ausgewertet wird, so dass man also sehen kann hier, ob er Objekte erkennt, hier zum Beispiel die Tastatur oder hier die Fernbedienung, und das klappt wunderbar. Jetzt ist natürlich noch unklar, was man jetzt damit machen soll, aber ich denke mal, so wegen im nächsten Schritt müsste man sich einfach mal mehr Details angucken, was letztendlich die Möglichkeit dahinter sind. Man könnte ja irgendwie eine Überwachung jetzt aktivieren, aber das würde ich jetzt hier nicht mehr machen wollen. Deswegen danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.